Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Sven zockt Yooka-Laylee. Wir befinden uns heute wieder in den Stammblock-Tropen, was auch relativ verständlich ist, da wir dort noch gar nicht so viel Gelumpe haben. Lass uns doch mal ganz kurz gucken. Da Spielstand anschauen. Uns fehlen nämlich hier in den Stammblock-Tropen noch 15 Pargies, 75 von diesen goldenen Federn und ansonsten halt dieses komische andere Gelumpe da unten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube, wir hatten letztes Mal festgestellt, dass wir da oben auf diesem riesigen Gerät da hinten irgendwie noch was hatten. Der hatte ich schon ein Wettrennen gemacht. Ne, ich glaube, das hat sich schon erledigt. Wir können kein Rennen mehr machen, wenn die Bahn in diesem Zustand ist. Dummchen, kommt nächste Saison wieder. Okay, gut. Ich wollte auch gar kein Rennen mehr machen. Ich wollte nur wissen, manchmal erzählen die ja sowas wie, haha, wenn du das hier jetzt schaffst in schneller oder so, dann... Guck mal, da oben ist doch einer. Was bist du denn hier überhaupt für ein Gerät? Verdammt, das klappt nicht. Uah, es lasert mich. Okay. Das hat ja irgendwie so einen Sichtkreis da hinten, wenn ich außerhalb des Sichtkreises bleibe. Verdammt. Okay. Halten wir fest, ich kann es nicht direkt verprügeln. Vermutlich werden wir das Ding kaputt schießen müssen. Oh, guck, das ist ja gut. Das sind ja... Ah, warte, ich muss gerade Tasten finden. So. Vermutlich müssen wir hier irgendwie so Gelumpe fressen, um das Ding kaputt zu kriegen. Guck mal, da oben sind noch... Ja, ja, ist ja gut. Erst drehen, dann springen. So. Dich habe ich gerade noch gesehen. Da hinten sind auch noch welche. Aber eigentlich habe ich gedacht, ich hätte hier oben irgendwo mal so Beeren gesehen, mit denen ich auf dieses Ding da spucken kann. Das wäre ja jetzt ganz praktisch. Ich dachte gerade, da steht ein Typ mit Superhelden-Cape, aber das war nur die Blume. Okay. So. Katsching. Gut, wir müssen jetzt also irgendwoher Schießfrüchte finden. Die werden hier irgendwo in der näheren Umgebung sein, wenn das tatsächlich des Rätsels Lösung sein sollte, oder? Hier ist nix. So, jetzt mal auf der anderen Seite. Hier hinter gibt's auch nichts. Ja, ja, ich sehe das Party. Du musst nicht hier rumglitzern. Ich muss nur noch gucken, wo ich Fressi herkriege, um dich zu vermöbeln. Hm. Offensichtlich gibt es in der näheren Umgebung nichts. Hier in dem komischen Wald waren wir auch schon. Was ist das da oben? Oh, okay. Was ist denn hier los? Okay. Hier ist ein Schalter. Hä? Was, Moment? Oh. Was, Moment? Das habe ich. Wow. Okay. Warte, da war die Kamera jetzt irgendwie etwas überraschend eingestellt. Wie bin ich denn da hochgekommen? Wie war ich denn da hochgekommen, bitte? Hi, geh weg. Der hat sich ganz schön erschreckt, der Typ. So, Warte mal, das war doch hier irgendwo, oder? Wo war das denn? Alter, ich hab ein Kurzzeitgedächtnis wie... Lurch. Oh, hier ist eine Höhle. Da gehen wir auch mal rein. So, zack. Ah, guck mal, hier war das. Hier war irgendwo der Knopf. Und da muss ich gleich da hoch. Warte mal, wo muss er denn hin hier? Hier hoch, dann da hoch vermutlich. Dann da hoch. Und dann hier hoch. Kann das das sein? Und dann ist das da hinten. Hopp, hopp. Okay, und dann ist man da. Und das alles in 12 Sekunden. Halte ich jetzt für sehr sportlich. Ja, wir gucken mal.
Auf geht's. So. Okay, trotzdem keine volle Energie. Okay. Man kann bestimmt auch hier oben her. Das machen wir gleich. Zack, voll. So, grandioses. Das sieht trotzdem noch zu aus, als wenn die Kiste jetzt aufgegangen wäre, irgendwie, wisst ihr? So. Warte mal. Oh, das ist ja eine ganz andere Route. Oh, diese Kamera. Hopp. Nein! Das galt nicht, oder? Ach. Verflucht! Okay. Heute seht ihr mich also eine halbe Stunde lang, wie ich versuche, dieses bepisste Rätsel zu lösen. Oder die, das ist ja kein Rätsel mehr, es ist ja eigentlich schon klar, was geschehen muss. Ich bin nur nicht in der Lage dazu. Was aber echt an der Kamera liegt, also irgendwas, ja, wenn man nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose, das ist, naja, mal gucken. So. Da, schon daneben, das, ja, und, ja, komm. Keine weiteren Fragen. Komm, ey. Was soll das? Hast du mal 2 Sekunden nachgedacht, was du da eigentlich tust, Sven? Wir holen erstmal hier oben die Dinger. Das ist ein bisschen weniger frustrierend. Und man kommt schnell zu einem Ergebnis, nämlich, wow, ich habe 3 Federn mehr. Das ist doch beruhigend. So, jetzt springen wir auf den Knopf und jetzt geht es los hier. Zack. Völlig unvoreingenommen, als wenn nichts wäre. So, hey, oh, wow, was ist das? Und dann geht es los. So, zack, 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 Kamera drehen in aller Seelenruhe. Vorsicht, nein, nein, ach, scheiße. Ja, nein, 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 jetzt auch da runterrutschen. Naja, egal, ich muss ja eh hier oben hin wieder. Ach, Menno. Schon mal erwähnt, dass so Jump'n'Runs mich voll aufregen. Jump and runs, jump, 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 jump and runs. So. Halt still. Nein! Ah! Leck mich doch am Arsch. Ihr seht aber, wenn ich das, wenn ich da unterwegs bin, dann bin ich so total ruhig und konzentriert. Es tut mir leid, dass ihr dann da nicht davon profitieren könnt, dass ich die ganze Zeit laber. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich einfach mal die Fresse halte. So, jetzt geht's. Zack, zack, zack. Kamera drehen. Ja, bam! Wir haben es geschafft. Geht doch. Suppi. Sagt noch mal einer, wir könnten hier nichts. So. Was mache ich jetzt als nächstes? Ich will immer noch dieses komische Laser-Gesicht-Ding da wegballern. Das da. Dafür brauche ich irgendwie Ballermaterial. Ballermaterial. Aber warte mal, wir können auch hier mal hergehen, weil hier war ja auch noch so eine Feder, was immer ein Indiz dafür ist, dass ich da noch nicht war. Oh, da wollte ich unbedingt diese Feder kriegen und bin dann in den Abgrund gestürzt. Aber das macht ja nichts, es ist ja nicht weit weg. Auf geht's. Schnuppadubdubdubidubidub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 d
weil es auch einfach so überdimensional aussieht. Man fragt sich, wow, was so ein überdimensionales Vieh wohl kann. Und dann kann einem das ein Tonikum beschaffen. Steh mal auf, bitte. Ich will mir die Sache mal von oben angucken. Ah, guck mal. Wenn ich nämlich jetzt hier den hier mache. Nee, den. Und dann hier einfach runterspringe. Wow, geh weg. Muss hier runter. So, wo war das Viech? Das war doch hier irgendwo. Das war doch hier irgendwo. Verdammt. Nein, andersrum. Ah, jetzt ist das eh gleich wieder weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Hä? Das war doch hier irgendwo das Ballertal. Ja, super. Das hat viel Zeit gedauert. Und das auch noch. Ach, mein Leben ist die Hölle. Da ist es. Super. Einmal komplett falsch rumgelaufen. Einmal komplett falsch rumgelaufen. So, da ist es. Vor mir. Ich kann es im Auge behalten. Hä, hab ich da auch gerade rausgesprungen, oder nicht? Da ist diese frische Wolke. Ich bin doch gerade auch extra auf dieser Seite rausgesprungen, oder nicht? Da ist es auch nicht. Hä? Wie hat sich die Kamera dann seltsam gedreht, oder was? Geh mal weg da, du nervst mich. Da ist es auch nicht. Haut doch mal ab da, ich bin hier beschäftigt. Da ist es. Okay, also ich muss hier raus, wo diese Plattformen sind. Ja, okay. Schlabber, schlabber, schlabber. Hopp. So. Tach. Oh, das hat ja viel ausgehalten, das Teil. Und jetzt, wie komme ich an... Ah, warte mal. Die Kameraperspektive sagt mir, dass ich hier bestimmt diese Dinger hier drücken soll. Zack. Oh, oh, verdammt, auf Zeit. Und das sind jetzt nicht gerade irgendwelche Symbole, die irgendwie geordnet sind. Was ist das denn da? So ein Kopf? Achso, steht da drauf. Dann so ein Daumen hoch, der ist da. Den könnt ihr übrigens auch hinterlassen zu diesem Video. Das ist eine sehr schöne Überleitung. Und hier so ein gestyltes Gesicht. Zack. Bam! Alter Vater, das läuft hier heute wieder, ne? Ho, ho. So, zack. Ja, ja, ja. Achso, da war das schon. 12 von 25, da kann ich ganz gut mit leben. So. Wohin denn jetzt? Was ist hier unten drin eigentlich? Ach, das war dieser Schießbudentyp, ne? Habe ich den nicht schon gehabt? Ich glaube schon. Guten Tag. Bla 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 bla. Wow, müsstest du nicht eigentlich ganz einfach reden oder direkt auf uns zurennen? Bla 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 bla. Ich bin total der charmante Charakter. Nein, ich glaube, wir waren hier unten und hatten die Fähigkeit mit dem Schießen noch nicht. Kann das sein? Ich drücke hier gerade einfach alles so weg. Wir können hier irgendwie so einen Schießbodengelumpe machen. Da ist ja auch noch ein Party einge. Okay. Ach so, Moment. Ah, okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir hier unten reingekommen sind? Wir sind hier unten reingekommen, weil wir oben die Fenster seinerzeit kaputt gemacht haben oder frei gemacht haben. Und dann muss man diese Schießdinge hier machen und dann bekommt man tatsächlich noch ein Party und dann haben wir schon den dritten für heute geholt. Hallo da oben, mach mal mehr Licht. Noch drei Stück, das wäre famos. Deine Mutter ist famos. Obwohl, das weiß ich nicht, die kenne ich ja nicht, aber so famos wie du bist, da musst du ja irgendwo herhaben, Type. So, zack. Hervorragend, la 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 la. Ja, ich weiß. Unter der dicken Kartoffel oder was man das darstellen soll. Kühlschrank. Was weiß ich. So. Du hast nichts mehr für mich. Wir rutschen hier gemütlich runter. Und das war schon wieder falsch. Ich habe einen Orientierungssinn. Zack. Schon wieder falsch rum.
So, da sind wir. Na 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 da da. Oh, so, hier, zack, komm her, ich will schießen. Soll ich jetzt echt erst noch mit dir reden? Oh, bitte. Danke, dass ihr die oberen Fenster freigelegt habt. Kein Problem, wir haben die Drecksarbeit erledigt. Jetzt her mit dem Patschi. Was? Soll ich mein feines Papier geben, sodass ich bei einer Notdurft auf die hiesige Fauna zurückgreifen muss? Wohl kaum. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbs sagt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt eure Zielgenauigkeit unter Beweis. Ich stelle die Ziele zur Verfügung auf Grundlage meiner Neandertaler Brüder und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch den Party. Wie wär's? Habt ihr Bock, es ein wenig knallen zu lassen? Auf jeden Fall, knallen ist immer gut. Klingt gut, scheißen wir los. Nee, schießen wir los, glaube ich, stand da. Bla 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 bla. Bla bla. So, dann hau raus. So, getroffen. Hervorragend geschossen. Ja, ja, mach ich ja. Hau raus da. War gar nicht so einfach. Oh, es gibt hier Bewegung im Spiel. Oh, komm. Eine erstklassige Schussvorstellung für zwei Leute aus dem gemeinen Volk. Ich glaube, ich habe euch gut darauf vorbereitet, den Rest der Fiebischergen im Spiel zu erledigen. Geht und holt euch eure Belohnung! Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so dramatisch gemacht habe. Egal, wir holen uns unsere Belohnung. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt mal eine Runde ausrasten. Tut mir leid. So. Was jetzt? Aber hier oben eigentlich schon. Ich glaube, hier war ich schon 100 Mal oben, aber ich weiß nicht, was da ist. Ich muss. Ach so, da sind wir. Ich muss hier echt mal irgendwie so ein bisschen System reinbringen, glaube ich. Ah, warte, war hier nicht noch dieser Selz. Warte mal. Okay, den Zahn kann ich nicht abkloppen, so wie bei diesem komischen Holzblock, den wir da mal hatten. Genau, da war doch hier der Shovel Knight. Du meine Güte, schau dir den Typen an, Yoka. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich bin der, den sie Shovel Knight nennen und ich habe einen ereignisreichen Tag. Das hatten wir schon mal, nicht? Das war einfach so durch. Bla bla bla. Ho 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 ho. Bla 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 bla. Ho ho. Na endlich. So. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal da hoch, holen dem Typen irgendwie einen Klunker oder so. Oh, ach, ach ja, ich erinnere mich. Ich will an die Feder da oben. Ah, das reicht nicht, wa? Okay, dann halt so. Geht doch. Boah, habt ihr gesehen, ich stand gerade genau auf der Mitte. Die Wuppe hat sich kein Stück bewegt. Den hatten wir letztes Mal schon geschnappt, der da unten war. Und da gab ich der Trick und da kamen wir nicht weiter, weil wir das Schießen noch nicht hatten. Boah, komm. Ach, komm. So. Zack, schön einen wegstapuliert. So ist bestimmt viel besser. Oh, das... Obwohl es geht eigentlich, habe ich sehr schön gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Aber das bin ich ja prinzipiell auch immer. Oh, da ist der nächste. Hallo? Ah ja. Die drehen sich immer noch. Warum drehen die sich immer? Oh, ich habe den da oben angehalten. Okay. Gibt es jetzt echt drei Schalter hier? Das wäre ja nervig. Muss ich vor allem erstmal finden. Das sieht doch schon halbwegs gut aus. So. Und jetzt weiter. Da unten ist noch einer. Wie auch immer ich den treffen soll. Ja, so schon mal gar nicht. So. Ich bin zu hoch. Ich bin zu hoch. Okay. Dann let's get dangerous. Hopp, hopp. So, dafür sehe ich jetzt nicht, wie das da oben aussieht. Ich
kann einfach nur hoffen, dass das jetzt gut, wow, dass das jetzt gut ist. Mal gucken. Da, 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 da. Oh, wow, 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 wow. Ja, genauso wollte ich das nicht haben, oder? Reicht das? Nein. Verdammt. Mann, wie soll ich denn niedriger kommen? Oder ist das hier ein bisschen niedriger? So, so und... Okay, das ist definitiv niedriger, aber... Ist das hier gedacht, dass man hier jemals hinkommt als Spieler? Scheint so. So, sind wir wieder ganz unten. Wie schön. Dann gehen wir nochmal wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Hoch, hoch. Hoch, ey. Oh nein. Ach, scheiße. Wenn bei Jump'n'Run spielen dieses Springen und Rennen nicht wäre, wäre das viel lustiger. Aber was soll ich sagen? Ich habe mir das Spiel ausgesucht. Und es ist auch cool. Ich mag das. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Spiel. So. Falls ihr mal die Gelegenheit habt, euch dieses Spiel irgendwo günstig, käuflich zu erwerben, tut es einfach. Ich bin zu hoch. Was soll ich denn machen? Da drauf springen? Ja, ob es jetzt besser geworden ist, sehe ich jetzt erst wieder, wenn ich wieder hochkletter. Das ist doch... Das ist doch behämmert, ist das doch. Wer baut denn solche Levels? Aber so ist das schön. So, was mache ich jetzt mit dem in der Mitte? Ach, da oben dieses bewegende Ding treffen, oder was? Wie soll ich das denn machen? Oh, warte, ich habe eine Idee. Elfelsus. So vielleicht? Das ist immer noch zu niedrig. Ich muss höher. Oh, warte, Doppelsprung. Wow. Nein! Das könnte klappen. Wir versuchen es nochmal. Mhm. Oh, das war aber köstlich. So. Wo ist das? Könnte klappen, oder? Huh, huh. Nein. Noch ein Stückchen höher. Und ein bisschen weiter zur Seite. Und selbstverständlich noch einmal hier runter, um so eine bepisste Beere zu fressen. Dass man bei diesem Bären nicht irgendwie, weiß ich nicht, einfach 10 Schuss hat oder sowas, sondern dass sie nach einer Zeit weggehen, ist nochmal eine eigene Herausforderung für sich. Das sieht gut aus. Ach komm! Ach komm, ich hab voll getroffen! Ach, leck mich fett! Ich kann nicht näher dran, das klappt doch nicht. Und höher komme ich hier auch nicht. Wenn ich mir noch ein bisschen Zeit lasse, dann habe ich bald gar nichts mehr hier. So. Oh, ein Stückchen weiter. Ach komm, ey! Dieses ewige Bärenhorn, das gibt voll viel Nüsse. Dass ich einfach 100 Stück davon fressen kann und 7000 Schuss. Ja, okay, jetzt übertreibe ich, es tut mir leid. Man hört, ich übertreibe, aber höher komme ich doch hier nicht, von nirgends. Ach komm! Bin ich mal in der Lage, da nochmal hoch zu... Boah, Alter, ich glaube, ich bin ein bisschen gerade in Rage, das ist mein Problem. Okay, ich glaube, ich muss sowieso eine neue Beere holen, ja. Und jetzt, wie gerade bei diesem komischen Wettrenngelumpe, einfach nochmal in Ruhe. Genau, so. Dann stellen wir uns hier vorne direkt auf die Kante. Bisschen weiter nach rechts. Und da sind wir schon mal schön runtergefallen und können uns noch eine Beere holen. Ist das nicht schön? Boah, ganz ehrlich, wer baut sowas? Was soll das? Welcher sadistische Drecksarsch? Gott, das ist so eine Idee. Er ist ja eh voll weit daneben. Okay, das war auch ein bisschen dumm. Das war auch ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm. Es war so dumm, 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 dumm. Ich bin runtergeplumpst, weil ich dumm wie ein Stück Toastbrot bin.
Toastbrot bin, yeah. Ich bin so. Und so komme ich doch auch fast da dran. Vielleicht lasse ich einfach mal ein Stückchen. Aber das reicht nicht, glaube ich. So, das habe ich bestimmt genauso gedacht. Aua. Was seid ihr denn, ey? Alter. Alter, ich sterbe gleich. So, oh, das ist geil, die will ich haben. Die will ich sofort haben. So. Okay, jetzt bin ich hier oben. Was passiert jetzt? Jetzt habe ich hier noch ein paar Beeren. Und soll die irgendwo hinspucken. Das Feuer vielleicht? Den Zahn? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt hier der Plan? Ist das die Auge da treffen vielleicht? Mit dem Trick, den ich gerade schon nicht geschafft habe? Okay, kommt man hier irgendwie hoch? Boah, diese Kamera. So. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich hier einmal wieder runterfalle, dann komme ich nie wieder hier hoch. Okay. Was mache ich denn jetzt hier mit dem Ding? Ist das hier ein Knopf? Nee, auch nicht. Ist das hier vielleicht ein Knopf? Nee. Ich glaube, es gibt hier keine Knöpfe. Der spricht nicht mit mir und sagt nicht irgendwie, hey, oh, ich bin der große Hokuspokus. Nix. Moment, kann ich hier? So. Ja, und dann weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Das wird keinen Weg darstellen. Jetzt bin ich hier oben angekommen und der Shovel Knight da unten. Was soll ich mir erzählen? Da oben findest du, was du haben willst, das hilft dir auch nichts. Wie soll man denn da hochkommen? Oder muss man da überhaupt hochkommen? Das ist ja keine Treppe, kein Nix. Aber ich bin doch nicht hier hochgekommen für Nix. Wie ist... Also irgendwie erschießt sich mir der Trick nicht. Oder kann ich hier hoch? Ja. Und dann da... Nee. Also ich kann hier drauf. Dann kann ich da drauf. Und dann kann ich was? Weiter hoch geht's ja hier nicht. Kann hier in die Ecke gehen? Muss ja irgendwie... Ja, was ist der Trick hier? Oder hätte ich diese komischen Dinger gebraucht, die ich gerade alle verprügelt habe? Sollte man die irgendwie anhalten, verkloppen, sonst was? Erstmal habe ich eine gute Idee. Ich halte das Ding hier unten erstmal mal an. Ach komm. Okay, es ist schon mal richtig, dass das dafür gedacht war. Ach komm, ey. Einmal in einer vernünftigen Position hängen bleiben. Das kann nicht so schwer sein. Da, da, dam, dam. Du, du. So. Na komm, so halbwegs gerade wäre super. Ja, das passt, oder? Ja, das passt. Okay, so, jetzt können wir auf jeden Fall hier wieder runter und auch wieder hoch. Genau, sehr schön. So, jetzt aber die Frage, was machen wir hier? Wie komme ich da weiter? Hier ist nichts versteckt, keine geheime Tür. Das kann ich euch sofort kaputt stampfen? Nein, das habe ich ja fast gedacht. Ah. Wie ist der Trick? W
Wie ist der Trick? Okay, pass auf, wir gehen einfach nochmal runter und hoffen, dass dann diese Monster nochmal kommen, die da waren. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was mit anfangen können. Dort ist der Shovel, da kann ich jetzt auch noch irgendwas sagen. Hey Shovel Knight. Wie läuft das Abenteuer, Freunde? Dieser mächtige Tempel hat euch doch nicht etwa bezwungen, oder? Natürlich nicht, wenn ihr nur einen Augenschein. Exzellent, kommt zurück, wenn ihr das Juwel geborgen habt, Freunde. Ja, okay, ich würde das Juwel ja sehr gerne bergen, aber mir fehlt ein Ansatz wie. Außerdem fehlt mir etwas Energie, schätze ich, um das zu überleben, falls die Viecher jetzt wieder da sind. Aber darüber mache ich mir jetzt gleich Gedanken, wenn ich halb tot bin. So. Ich wollte gar nicht singen. Aber die Viecher kommen nicht wieder. Okay. Also muss es irgendwie einen Trick geben, das Juwel zu werden. Man muss doch irgendwie nur da hochkommen. Nur. Mal eben. Ich könnte. So. So. Aber ich glaube, es ist weder ein regulärer Weg, noch hilft mir das weiter. Schade. Obwohl, es könnte klappen. Nein! Ficken! Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt? Jetzt bin ich wieder hier unten und kann die ganzen Scheiße auch von vorne machen, oder was? Boah, da hätte ich jetzt aber echt keine Lust drauf. Ich möchte aber nicht, dass eine Folge so frustriert endet irgendwie. Stehen die Dinger jetzt noch oder sind die wieder in Bewegung? Aber wie weit der springen kann, wenn der so rumrollt, ne? Oh nein, die Teile stehen immer noch, okay. Also wäre die Gelegenheit günstig, es doch mal zu versuchen, wenn man wüsste wie. Mir fehlt eine Idee. Mir fehlt deine Idee. Ich weiß, dass ich auch die halbe Stunde schon durch habe, aber ich will das irgendwie noch schaffen. Wie kommt man an dieses beknackte Juwel vom Shovel Knight? Ach, guck mal, jetzt. Jetzt stehen diese Dinger hier. Oh, verdammt. Aber eins reicht mir ja. Man kann die ja nicht irgendwie stapeln oder so. Aber ich kann die schieben. Dann schiebe ich das nochmal nach da hinten. Ich werde es nämlich auch noch wieder kaputt machen. Das wäre jetzt sehr tragisch. Ich komme da trotzdem nicht hoch. What the fuck? Wie soll man denn da hochkommen? Das kann nicht so schwer sein. Kann man den hier irgendwie einfach auf diesen Schalter stellen? Oder ist das überhaupt ein Schalter? Nee, nicht wirklich. Ist das jetzt irgendwie Kudup gemacht oder sowas? Ach, toll. Ganz toll, Sven. Mann, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Gerade hatten wir das ja hier irgendwie. So. Nee, das hilft. Ah, das hilft alles nicht weiter. Ich habe keine Idee. Ich habe verflixt aber keine Idee und ich habe aber keine Lust, diesen ganzen Schmuh nochmal zu machen. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Hier kommt man ja irgendwie so in der Art hoch. So.
Und jetzt? Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter. Das hilft mir. Das hilft doch alles nichts. Das Feuer ausmachen kann ich nicht. Mann! Ich muss gerade mal überlegen. Also, es gibt hier diese Pflanzen. Die kann man essen. So, was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Ich kann das Feuer versuchen auszumachen, denn es ist ja Eis. Nein, kann ich nicht. Das muss doch machbar sein. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Da-dam, da-dam. Was? Ach so, oh. Okay, Entschuldigung, ich war gerade... Es tut mir leid, dass ich gerade nichts mehr sage, aber ich versuche irgendwie in meinem Kopf durchzugehen, was man machen könnte. Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich glaube, ich brauche diese Dinger, aber... Ich will nochmal wiederkommen. Ich kann einfach sterben, glaube ich. Da kriege ich das Ding nochmal wieder. So, auf geht's. Ich fahre jetzt nochmal hier runter. Und dann probiere ich es einfach nochmal. Und das ist jetzt mein letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. So. Hallo, tschüss. Hua! Hopp, hopp. Tag, Shovel Knight. Ciao, Shovel Knight. Shovel. Ah. Verdammt. So, das Gute ist, dass diese Dinger hier stehen geblieben sind. So, jetzt noch mal. Also, da sind diese beiden Säulen. Und ich kann auf all dieser Säulen drauf. Und guck da. Oh, oh, oh! Wie geil. Jetzt bloß sich falsch bewegen. Das... Ach, komm! Halt. Versuch was hiermit. Oh, ist wieder so eine Schnelligkeitsgeschichte. Oh, fucken. Ah, bis ich schnell da bin, sind die Berries wieder weg oder Rebi auch wieder auf. Ah, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen tricky. Nein, falscher Knopf. Ah! Wie soll man denn dieses... Moment. Runterkloppen vielleicht. Ich komme nicht dran. Ah, vielleicht hier oben? Nee. Hier oben hilft mir gar nichts, dass hier oben sein. Aber vielleicht, wenn ich... Ah! Kann ich hier direkt da drauf und so eine Arschbombe machen oder so? Nee, das klappt auch nicht. Wie soll man das denn da rauskriegen? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie
kriegt man dieses bepisste Auge da raus? So treffe ich es nicht. Ich muss da hoch. Fällt von der Nase aus. Ah! Verzeiht mir, aber ich bin ja verzweifelt. Ich will die Mission. Ja, Entschuldigung, mein Gehirn ist auch schon aus. Es ist einfach spät. Ich spiele heute echt spät. Ha! Es hat geklappt. Wie geil ist das denn? Großartige Arbeit, Freunde. Ihr habt bald Juwel geborgen. Jetzt bringt es hierher zurück. Okay. Oh, ich dachte, wenn ich da jetzt runterfalle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wäre ausgetickt. Shuffle Knight, bitte hier. Nimm dieses Ding. Ich bin beeindruckt und ich kann kaum erwarten, es gegen haufenweise Gold einzutauschen. Und nun, wie versprochen, folgt das Geheimnis für erfolgreiche Abenteurer. Alles, was ihr braucht, ist eine Karte und eine gehörige Portion Abenteuerlust. Der Humor dieses Typen ist so flach wie sein pixeliger Schatz. Egal, her damit. Ja, wir haben es geschafft. Leck mich im Arsch. So, alles klar. Jetzt machen wir Ende für heute. Zack, speichern und beenden. Und adios. Tschüss, auf Wiederhören. Danke fürs Zuschauen. Ich muss mich jetzt erst einmal ausruhen und Bier trinken. Bis dahin.